Das ist eine sehr bekannte Kinokette, ich nenne jetzt aber keinen Namen, wo meine beste Freundin gearbeitet hat, ne? Oh mein Gott, jetzt gibt's Tee. Die hat mir nämlich gesagt, die Jumbo-Popcorn ist ja immer in einem Eimer. Das ist im Volumen ein so geringer Unterschied, dass einem nicht auffällt, wenn man quasi die große Popcorn in den Jumbo-Eimer schüttet, dass da was fehlt. Es ist quasi das identische Volumen. Oh. Und du zahlst irgendwie 5 Euro mehr. Du siehst also quasi nur größer aus, weil du halt einen richtigen Eimer bekommst, anstatt die Tüte. Genau. Alter! Richtig heftig. Und ihr wurde damals auch von ihren Vorgesetzten erklärt, wenn jemand erst eine große Popcorn bestellt und sich dann doch für eine Jumbo entscheidet, darf sie niemals den Inhalt von der großen Popcorn in den Jumbo-Eimer füllen, weil dann ja auffallen würde, dass es dasselbe Volumen hat. Sie oh musste, mein Gott, die wissen das sogar? Ja! Und machen ja es absichtlich? Die Schweine!